Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Scourge-Liga. Jetzt im Solo Self-Found Endless Death Event. Und ich habe jetzt, ja, seit dem letzten Part noch geschafft, einfach zum ersten zu kommen. Und jetzt gehen wir natürlich weiter. Ich habe jetzt einfach als Magier begonnen, einen neuen Charakter, der gleich heißt. Es geht viel besser. Als Magier hast du halt auch Stäbe, die gut droppen am Anfang. Das haben zum Nahkämpfer natürlich nicht. Also, ja, Crossblades gehört noch zum Nahkampf. Und wenn ein Gegner da ist, hat man so viele Stunts, dass man halt einfach gestorben ist. Einige Zeit, weil man nichts mehr machen konnte. Jo, und das ist mit dem, ja, Prepper jetzt momentan nicht so. Deshalb habe ich das erste auch geschafft, nach zwei Versuchen, also zwei Toten, drei Versuchen, geschafft. So, jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Ja. Also, Endless Death heißt, man kann unendlich Death machen, sonst nichts. Das ist eine Art Challenge Mode, ein, ja, kurzer, eine Woche, ein Event. Und ich werde natürlich jetzt ab und zu das zeigen und sonst mal einfach selber machen. Also, wenn jetzt mal ein Fortschritt gibt, dass ich tiefer runter kann oder so, dann werde ich wieder ein Video machen, also ein bisschen etwas davon machen. Der Rest vom Video wird wahrscheinlich dann einfach wirklich eher von normalen Mappen sein. Oder vielleicht etwas Spezielles, wenn wir dann genügend Maps haben. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Gut, ich habe es geschafft. Sehr gut. Aber, ja, okay. Wir haben gute Kisten mit Resonatoren drin. Sehr gut. Das hilft uns natürlich sehr weiter. Haben wir irgendwo noch eine Kiste hier hinten drin? Nein. Dann gehen wir natürlich gleich weiter nach links. Und dann gehen wir runter. Vielleicht ist es noch zu früh, noch ein bisschen runter zu gehen, weil die Monster doch noch ein bisschen schwer sind. Aber ja, ich kann ja währenddessen noch ein bisschen leveln. Machen wir einfach mal Pause, früher halt Pause, wenn jetzt nichts mehr geht. Sonst sterben wir halt wieder und das möchte ich eigentlich jetzt verhindern. Das ist einfach der Anfang, ich weiß, dass es so schwer ist und sind wir halt einfach auch zwei oder drei Mal gestorben im letzten Part. Einfach mal noch nachschauen. Lohnt sich natürlich schon sehr. Ja, wir haben noch keine Lichter, deshalb. Ja, wir haben noch keine Lampen. Deshalb gehen wir da noch nicht hin zum Stein, die bringen noch nicht so viel. Ah, okay, das ist nicht gerade so leicht am Anfang, diese Destroyer zu haben. Aber. Sehr gut, also das läuft ziemlich gut. Und nicht so viel Schaden. Eigentlich ein Low Level. Oder wir haben schon die Items. Ja, ein paar Sachen. Stiefel habe ich zum Beispiel, Handschuhe habe ich, aber noch recht schwache. Die Handschuhe haben 4 Leben. Die Regeneration sehr wichtig auf den Stiefeln. Kettengürteln haben wir vorher eingesammelt. Sonst nur weiß. So, und hier hat's. Okay, ein Teilpolzzepter. X bei. Okay, okay. Zauberschaden viel. Eine Regenerationsrate. Da lohnt sich sogar die zwei Knüppel. Ja. Kann man nicht kombinieren. Nee, lohnt sich nicht. Stärker. Okay. Ja, dann gehen wir eins runter. Wir brauchen Armo. Das klappt ja noch. Hoffentlich, wir werden hoffentlich nicht sterben. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir zuerst mal ja, einfach Ximmerit oder wie die heißen. Holen diese blauen Steine. Ich weiß nicht im Kopf, wie die heißen. So. Die blauen halt, wie letzte Part gesehen, kommt schon die Schaden. Okay, großes kaputt. Wir haben viel Leben, genau. Berggeistschild, aber nur weiß.
Und hier haben wir Rankendiadem austauschen. Also, wir haben Energieschild, Genauigkeit, Blitzwiderstand, Bewegungsgeschwindigkeit, aber keine Lebensregeneration mehr. Er ist nicht so schwer, stark. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich zurück. Wir brauchen hier einfach die Crit-Sachen und vielleicht diese Zaubergeschwindigkeit. Wir machen ja einen Chance. Viel Channeling, Assassin. Wahrscheinlich mit Eisspeer. Ja. Wir müssen da ein paar Sachen holen. Wir könnten zum Ring runter. Ich könnte später zum Ring runter. Wenn ich jetzt mal alleine spiele. Und ich möchte jetzt einfach, weil wir gerade eine Szene haben, wo wir jetzt nicht weiterkommen. Nicht gut weiterkommen. Mal ja, rübergehen zum Mappen, zum Heisten, denke ich mal noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch etwas haben und machen. Wir gehen jetzt einfach mal rüber und schauen dort. So, also das ist jetzt einfach Endless Death Wissen gewesen. Und jetzt gehen wir zu Ball. So, am Schluss. Und ja, sonst können wir mappen. Aber das ist natürlich wichtig, weil die Kampagne, also die Skurtschläger ist natürlich schon sehr wichtiger. Ah, genau, wir gehen noch die Challenge machen und dann das Labor. Das ist eine gute Idee. Also, die haben wir, dann gehen wir mal ins Ossasorium wieder. Da haben wir noch eine Challenge, die wir nicht gemacht haben. Sehr gut, ja, dann können wir eigentlich, ja, schon viel mit viel mehr Mana die nächsten Maps machen. Mein Mana ist spent. So. Geh mal hier links durch. Go with God. Wow. Ist dem noch der Damage nicht bewusst. Bei Ei sind ja die Anfänger-Mapper recht schwach noch. Ja. Meistens. Ich weiß, ihr habt sicher dann eine extrem geile Base und pulst alles weg, aber ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der immer die OP-sten Bild wählt. Jetzt habe ich es halt irgendwie auch ein bisschen gemacht, weil ich dachte, ja, er wäre nicht so OP am Anfang. Aber dennoch ist er OP, man sieht's. Und ja, das ist ein Chilling-Bild. Das ist jetzt nicht so ein mega High-Speed-Bild. Das können wir ja dann auch noch machen. Wenn wir so ein Ding brauchen, ein High-Speed-Bild. Oder hat einfach ein MF-Bild oder so. Ich hab viel MF direkt nebenbei. Können wir abmachen. So, wo führt das da hin? Okay. Genau, bin ich dran. So, jetzt war ich weg. Wir sind weg, weil der Riss weiterführt. So, passiert jetzt noch wieder? Nein, die Kiste ist schon da. Sehr gut, ja. Also. Fünf hochheitliche Sphäre. Aber wir brauchen ein Stück, ein Korn. Sehr gut. So etwas bräuchte ich dann für ein anderes Bild? Ja. Für ein anderes Bild brauche ich Kälteschaden. Da Spectre mit Ice Sentinels. Blenden ist auch sehr gut. Wir haben mehr Zaubergeschwindigkeit, wenn die töten. Ghost Sentinels, sehr gut. Ja, und nebenbei wahrscheinlich noch Zombies und vielleicht noch Spectres. Je nachdem. So ein Ding möchte ich ja auch noch machen, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so viel Zeit. Liege. Wo ist? Hä? Hier. Ja, die sind ein bisschen falsch angezeigt worden, weil es zu viele Items auf dem Boden hat. Okay.
So viele Items sind nie gut. Da muss man, glaube ich, Z drücken, damit man es neu anordnet. Okay. Da ist der, glaube ich. Bitte, bitte. Wir brauchen diese Challenge. Also, das ist eine der schwierigen Challenge, weil hier gibt es die Geschosse. Geschosse ist sozusagen ja diese blöde Verlangsamung und Giftrausschaden. Da müsst ihr einfach schauen, ob ihr schon Chaos Damage stacken könnt auf Items. Die sind halt einfach Synergie meistens. Also müssen wir in Synergie Dinge. Wie heißen sie jetzt? Syndicate, genau. In Syndicate. Synergie. Ja, einfach schon ein bisschen weiter sein und diese zwei oder drei, ersten drei Modifikatoren freischalten. Also ein Elementarwiderstand und ein Chaosschaden, ein Chaoswiderstand. Zusammen. Also einfach Kraften zusammen sind. So, und so. Ich merke gerade, ich bin jetzt nicht gerade so hart schnell am Denken wegen der Konzentration, also wegen dem Stress. Ja, es ist natürlich schon heute ein schwieriger Tag gewesen mit dem ersten Rollenspiel-Server. Grand RP ist nicht gerade dafür bekannt, dass die Leute sich beherrschen. Es sind vor allem leider kleine Kiddies drauf und ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter streame so. Muss ich nur wissen, wo das war. Ja, abge. Und. Jo, und dann haben wir noch Tränke. Was sind Tränke? Das rote oben. Gut. Oh. Manche geben extrem viel Geld für das Spiel aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso sie das machen. Könnte eigentlich einen Grund haben, dass wir wollen einfach, dass das Spiel besser wird. Aber es ist halt der falsche Entwickler. Das Badehaus haben wir noch nicht. Okay. Wollte ich jetzt kurz mal schauen. Ich wusste, dass es noch eins fehlt. Erst im Klar, wenn wir noch zwei gemacht haben. Badehaus, da. Jo, und ich liebe ja Pass of Exile, ist aber einfach manchmal ein bisschen zu stressig. Ah, nein, ich muss nicht hier raus. Gut, eigentlich rechts Riebel und dann hoch. Also meistens ist es an der Oberseite der Map, aber hier. Relativ viele gute Orbs gerade. Haben sie das gebufft, endlich? Scheinbar nicht, aber ich habe einfach Glück. Es gab aber einen großen Patch. Nur was er gemacht hat, weiß ich jetzt noch nicht. Habe ich noch nicht so gut aufgeschrieben. Ja, sollte ich mal. Könnten wir es vielleicht während dem Let's Play einfach so machen. Ja, gemacht. Wenn ich weitergekommen. Oh, nein, doch. Das ist eine Nebenquest. Das haben wir geholt. Schauen wir, ob es hier ist. Ich hoffe auf jeden Fall und nicht der Ausgang. Zur Promenade, wie die heißt. Ja, die Promenade ist da, wo wir zuerst reingegangen sind, das im Badehaus. Ja, was ist das hier? Die hohen Gärten, ja, stimmt. Ja. Also, wir müssen hier irgendwo rüber. Ja, okay. Sehr gut. Ja, noch rüber, aber unten durch. Jetzt sind wir hier fertig. Dann können wir ins Labyrinth gehen. Nummer 3. Okay, da bin ich einmal schnell durch. Schnellfeuer ist sehr, sehr schädlich. Also, wir haben das mal gebufft, dass die Feuerböden viel mehr Schaden machen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich natürlich noch weiter drin war und bin dann einmal gestorben, auf jeden Fall. Natürlich nicht so gut. Totems, die haben ja relativ viele Resistenzen. Kommen gar nicht so viel Schaden über. Aber der Blade-Selmitar möchte ich gerne wiederholen. Der hat halt Ding. Energy Sheet noch. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wo man durch muss.
So, hier oben sind wir auch noch nicht gewesen, also gehen wir noch hier hin. Und danach. Also einfach Zeit nehmen bei dieser Challenge, bis die Feuerböden wieder aus sind und dann erst weiter. Also ihr könnt das machen, wenn ihr wenn die ja, wieder kühler werden. Auch keinen Schaden dann mehr. Oder ihr könnt einfach hier stehen und ihr seht, ja, es geht relativ schnell weg. Das ja. Aber wir haben gute Lebensregeneration. Durch Vitalität voran. Okay, jetzt fehlt noch eins, oder wir müssen hier oben durch. Es fehlt irgendwo noch eins. Aber wo? Wahrscheinlich genau dort oben. Hm. Gut, dann müssen wir da nochmals hoch. Irgendwo muss hier nochmals. Ich habe den aber vorher geschossen. Ich habe doch den gedrückt am Anfang. So, ja, das geht nicht auf. Also das Portal nicht, weil das am Anfang ist. Und jetzt gehen wir ins Labyrinth. Es wird wahrscheinlich leichter sein als die anderen. Also, ich frage mich, ob jetzt wirklich immer noch so schwer ist, das gnadenlose Labyrinth. Aber ich denke eher nicht. Die Totems machen halt einfach viel Schaden. Okay, ihr werdet Helden des Todes, da müssen wir dieses Gebiet ein bisschen besser erkunden. Meistens ist es immer links, wo ihr eigentlich nicht unbedingt durch wollt. Also gehen wir mal hier durch. Hier unten. Okay, ein Grandmeister, der Goldschmied. Ja. Ist nicht der Grandmeister, also derjenige, der hier Wales gibt oder so, Silbercoins nicht gewesen. Da sind es wahrscheinlich die. Okay. Einmal eine Gruppe haben wir entdeckt. Werden wahrscheinlich mehrere Gruppen sein. Ich werde jetzt öfters auch ein bisschen tot im Spawn spammen, weil es ist natürlich schon ein bisschen besser, wenn wir da. Hier müssen wir scheinbar sogar durch, weil der Goldschlüssel ist hier. Das ist gut bei den Gnadenlosen, bei den Eternal, also ganz guten Labyrinthe. Und die sind besser zu erreichen, jetzt ist auf T6 oder so einfach diese Challenges immer wieder da. Und, ja, wiederholen sich immer wieder. Und sonst kann man irgendwie einen Trick noch machen, dass die anderen kommen, nicht die, die man schon tausendmal gemacht hat. Gut, hier hat es wieder ein paar. Okay, so kann es signieren, oder wie das heißt. Signum. Okay. Gut, also das haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch aus dem zweiten Versuch. Verringerte Wirkung von Flüchen ist auch sehr wichtig. Gemacht. Und bald können wir die Rüstung ausrüsten. Wir müssen nur 6 Links machen. Wird wahrscheinlich gar nicht so leicht sein, also aber wir kommen ja genügend über. Wir hoffen einfach, dass wir bald Glück haben. Wenn wir sicher. Dann geht's halt auch wirklich ab. Sozusagen die Hauptrüstung. Also das Hauptequip, das wir einfach dringend brauchen. Und dafür brauchen wir einfach den Kicker dazu noch. Das wird ein bisschen schwieriger, aber wenn wir schon ein bisschen Fluchresistenz haben, machen die Flüche auch gar nicht mehr so viel aus. Ja, also wir können die Rüstung wirklich tragen ohne Ringe. Habe ich auch schon mal gemacht früher, was noch nicht so Kikaratsuen sogar gegeben hat. Also da musste man die Flüche einfach aushalten. Weil manchmal kann ja auch irgendwie ein Elementar Resistenz oder so runtergehen. Dann flucht er die Licht. Und ja, das ist nicht so gut. Und dann natürlich ein Gegner dann mit dem Elementar wieder da Schadensart dann angreift. Also heutzutage machen die natürlich schon mehr Schaden. Denkt so an Schläge mit Elementarangriffen oder mit physischen Angriffen.
So, wir gehen gleich hier durch. Hier gibt es einen Geheimgang, hier ist der Schalter. Das ist so cool, wie das aufgeht. So, wir haben jetzt irgendwas gedrückt. Die Bewegungen verlangsamen sich, aber bei was? Das ist eben das, man weiß es leider nicht, was die anderen machen, die kein Symbol oben im Kopf haben. Aber das ist einfach so ein Buff. Oh, Kopfkarl, unser Streaming-Partner, der immer wieder rein und raus geht. Im Livestream. Ja, gemacht habe. Oder war das jetzt in einem der letzten Parts? Auf jeden Fall hat es mir mal gemerkt. Das war in einem letzten Part, stimmt. Oh, zwei oder drei Parts war das. Ah, echt. Die ganze Zeit immer wieder Charakterwissen. Ja, er geht auch wieder. Er hat ein Tor. Ein Yoni-Charakter. Okay. So, jetzt haben wir die erste Prüfung. Zaro. Gut, da haben wir ein weiteres doppelte Widerstand Rang 3. Das ist dieses Teil, das ich eigentlich immer nutze anfangs. Ich jetzt noch keine Mauersresistenz brauche. Ja, das hat Doppelresistenz. Natürlich steht doppelte Resistenz. Gut. Ich weiß nicht, wieso der Typ hier mehrere Totems gemacht hat bei Decay-Totem. Bringt eigentlich gar nicht viel, außer er braucht natürlich doppelte Unterstützung, wenn einer stirbt oder so. Oder einfach doppelt, dass er zwei nur setzt. Mit zwei angreift wahrscheinlich. Aber gut, das werden wir dann sehen, ob es reicht oder nicht. Wir machen auf jeden Fall anfangs noch nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Fallen dann setzen könnte, schnell. Aber die Fallen sind dazu da, noch ein bisschen Resistenzen zu brechen. Ah ja, setzt er nur bei Posten ein wahrscheinlich. So, wir haben jetzt das Schild, das ist sehr gut. Das hilft uns gegen physischen Schaden meistens. Und dann gibt es ja noch einen Resistenzschein gegen Elementarwiderstände, glaube ich, und Kraus-Resistenz. Nein. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber das reicht völlig aus. Die Zahl macht meistens nur physischen Schaden. Weiß jetzt gar nicht, ob er wirklich auch Elementarschaden mit einem Angriff macht oder mit einem Pony. Eigentlich mit einem Boni dann noch ein bisschen Elementarschaden, Hausschaden. Keine Ahnung. Da noch nie nachgeschaut. Also ich tue mich halt nicht gerne irgendwie spellen lassen, was jetzt effektiv ist, wie ein Bosskampf funktioniert und so. Das möchte ich alles selber herausfinden. Ja. Ist natürlich eigentlich auch besser, oder? Man lernt daraus auch besser. Also ja. Das Spiel macht mir jetzt seit 11 Jahren. Nein, seit 9 Jahren Spaß und ey, ich bin immer dabei, ich lerne ja. Ich brauche gar keine Hilfe eigentlich. Wenn dann wirklich taktische Gründe von der Map her oder von bestimmte Gegner, die jetzt etwas Spezielles brauchen. Oh, ich brauche so etwas nicht. Ich spiele ohne diese Bonis. Das sind so Teile, die einfach den Bosskampf ein bisschen leichter machen bei Izaro. Er ist ja genug leicht gewesen, oder? Hat keinen Schaden machen können. Heyo. Also, gehen wir hier oben durch. Gehe nicht so gerne immer rüber. Richtige Gegner. Also ich hab's am liebsten, wenn der Tempel so ein bisschen kreuz und quer geht. So ein bisschen einmal rechts, einmal links, einmal oben. Und so, als wenn er immer die ganze Zeit nach rechts oben geht. Diesen hat immer so aufgebaut, weil der Spawn unten links ist, müssen wir nach oben rechts oder oben links. Und das ist natürlich meistens ein bisschen doof, deshalb schaue ich immer, dass ich ein bisschen so durchgehe, dass ich so viel von der Map auch erkunde. Durch die Schatztouren vor allem.
Jo. Indem der Überlapper gehen, können wir auch langsam machen, also. Ja. Da gibt es halt eben die guten Schätze. Ob der einen guten Labyrinth-Race ist, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber eventuell können wir halt wirklich noch einen machen, zum Beispiel einen Totem mit Uncrystal War Chief. Totem Chieftain wird es dann. Oder halt irgendwie etwas, was halt einfach sehr schnell ist. Ein guter Lebron. Aber so nötig ist es gar nicht mehr. Die haben andere Sachen so gebufft und so, also das Labyrinth jetzt wirklich nicht mehr so wie der Hotspot ist. Ich glaube wegen den Heists. Ich glaube, die Heists sind das Problem jetzt. Dort kommen bessere, schnelle, bessere Sachen. Dass es nicht mehr so Labrunner gibt eigentlich. Ich könnte mich irren, aber ich habe jetzt relativ lange nichts mehr gehört von denen. Ja, und es wird in Form jetzt auch kein Gebet mehr so gemacht, Labrunner. hätte es der Wurm drin, ich bin schon sehr müde. Tut mir leid, also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Server gewesen. Dem Rollenspiel von GTA, Grand RP heißt er. Leider relativ viele Kitties am Tag aktiv. Ich werde mal schauen, ob es in der Nacht auch so ist, sonst werde ich mal ein paar Parts einfach mal. Oder auch ein Livestream, wenn ich mal wieder ein bisschen fitter bin am Abend. Ich bin halt immer früh am Aufstehen jetzt wieder, weil ich natürlich auch mal wach bleiben musste in der Nacht. Oder wach bleiben. Ja, nur konnte, also konnte einfach nicht einschlafen. Und ja, und deshalb bin ich jetzt einfach momentan ein bisschen eher morgen aktiv als abend aktiv. Ja, kann man nichts machen. So schläft die einfach mal ein bisschen, okay? Ja, das geht natürlich erst nach Kampf, also im Kampf an. Aber es macht mir so viel Spaß, in einer Arena gegen einen Boss zu kämpfen. Die gibt geile Izara-Kampf. Jo, und ist schon tot. Mann, du hast mich enttäuscht. So, unbedingt die Krone. Ah, das ist das Anfänger-Item. Naja, wir brauchen es halt einfach noch, das Anfänger-Item. Sengender Strahl. Ich glaube, das machen wir gar nicht, oder? Also, ey, wir haben es gar nicht drin. Also dann die Boots. Ich weiß eben nicht, ob das mal, ja, andere Innovation ist schon gut. Dekret des Windes machen wir drauf. Die anderen Sachen sind einfach zu schwach. Echt. So, was haben wir jetzt deaktiviert? Nichts. Wie immer die mittleren nehmen, aber wir haben halt jetzt nicht gerade so viele Schlüssel bekommen. Und jetzt unbedingt hier unten Mitte nehmen. Runter nehmen. Da ein bisschen schräg runter. Jetzt haben wir 30% erhöhtes Mana und 10% des Schadens werden zuerst von Mana abgezogen. Erklärung des Geistes. Die Erklärung des Geistes wird, glaube ich, irgendwo auf der Seite eingestellt. Kann ich mal kurz nachschauen, was das heißt. Ich weiß es halt einfach nicht. Deutsch, auf Englisch. Ja. Könnt mal auf Englisch stellen und dann anschauen, sonst sage ich das einfach im nächsten Part, was das überhaupt ist, Verklärung des Geistes. Sehr gut, also jetzt geht 10% vom Schaden, den wir erleiden, einfach beim Mana-Witz abgezogen. Sehr gut. So, was haben wir denn für einen neuen Seehexen? Okay. Haben wir noch genügend Zeit? Ich muss mal kurz das Zeugs wegmachen. Ja, jetzt haben wir mehr als genügend Zeit noch ein bisschen zu mappen. Und dann machen wir natürlich noch was Heists. Vielleicht im nächsten Part dann. So, 44 erhöhte Mana-Regenerationsrate ist natürlich sehr gut. Mana Leash, das nehmen wir, weil das hat noch Life Regeneration. Und kritische Trefferchance werden wir einfach nochmals mit einem Transform-Wandlungssphäre auf Deutsch. Verkürzte Dauer, erhöhte Wirkung, erhöhte Wirkung. Ich möchte ja länger dauern, weniger Wirkung kaufen. So, der Ring könnten wir einfach irgendwo bringen, hat, ja. Und hier haben wir noch Heiligem.
Sehr gut. Sperrfeuer bräuchten wir eher ein Delph, aber das ist ja Solo Safe Hand. Können wir die Items gar nicht übergeben. See you. So. Und danach haben wir hier einfach noch ein Bild quatschen. Da haben wir, glaube ich, keine mehr zum Quatschen. Ja, doch. Wir haben jetzt, sind jetzt noch nicht zurückgekehrt. Aber die anderen Akte machen wir jetzt gar nicht. So, hier haben wir auch noch jemanden zum Quatschen. Tasuni, genau. Hätte ich gar nicht gewusst, dass er Tasuni heißt. Ich merke mir Namen halt nicht gerade so gut. Das ist einfach wegen dem Hochbegabt und Multitasking, das ich habe. Ich kann Namen nicht immer sofort merken oder so. Ja, und eben manchmal bin ich halt ein bisschen langsam im Reden. Okay, wir beginnen. Also langsam im Denken beim Reden. Durch diese Überforderung vom speziellen Begabtheit. Aber einfach lernen, damit umzugehen, dass ich manchmal etwas Falsches sage. So, wir diese Yana-Maps, nein, Yuna-Maps, Sana-Maps, genau, Sana-Maps machen wir später. Wir machen jetzt Beast. Bestiary. Es ist halt nur eine rare Map, aber ich habe halt jetzt keine Lust, eine rare Map zu machen. Und wir wollen einfach die rare Maps dann in Höhen machen natürlich. Zu T2 können wir wieder eine rare Map machen. Okay, hier geht's auch durch. Ich glaube, das ist da beim Ritual in der Ritual Liga reingekommen. Und ja, führt immer wieder rechts zu Sockgassen. Oben durch geht es dann nach rechts weiter. Und dann oben rechts ist dann der Boss meistens. Also wir werden einfach hier irgendwie weg von diesen Flammen Missionen oder so heißt es auf Deutsch. Flame Blast auf Englisch. Cool, also wir sind sehr stark jetzt schon. Die Gegner haben fast keine Chancen. Aber hier irgendwo rechts geht es dann weiter. Das ist leider ein bisschen klein. Und, wo wir nicht richtig laufen können. Ja. Aber groß einfach in der Weite zum Boss. Also lieber hier noch links halten, weil links müssen wir nie durchgehen zum Boss. Auftragtunnel. Ist der rot eigentlich? Höherwertiger. Also hier rechts könnte es weitergehen und hier oben geht es wahrscheinlich dann rechts auch weiter. Aber das ist meistens so. Jo. Okay, besser hier oben durchgehen. Geil, wie wir jetzt einfach durch das Labyrinth wieder stärker wurden, weil das Mana nicht mehr ausgeht. Hilft uns natürlich schon sehr. Wenn wir mal Schaden bekommen, wir bekommen jetzt einfach 10% weniger Schaden. Und haben einfach dann weniger Mana. Und sonst wird wahrscheinlich das sofort alles vom Leben abgezogen. Jo. Und eben, wir machen ja auch noch das Ding, Mindover Matter an, dann. Aber wir brauchen jetzt einfach mehr Mana. Also die Kugel muss ein bisschen mehr gefüllt sein. Das geht halt eher so mit, wenn wir da die Arachnobots rausnehmen. Ja. Wird schon. Also wird bald mal. Jetzt müssen wir aber uns noch nicht ganz so gut schützen, weil wir haben andere Probleme, eben, dass wir zu wenig Schaden machen gegen resistentere Gegner. Ich möchte hier das noch nicht ausnehmen. Widerstandssenkungsfluch. Wirklich Schaden. Jetzt langsam ein paar schwereren Gegner. Und diese Magier und natürlich der Rote. Bestiari Gegner. Und es gibt da die Map-Besonderheiten, wenn ihr
weiter gekommen seid. Dann diese Sachen auswählen. Das passiert, glaube ich, wenn ihr die Rituale. Nein, die Seherin, genau. Die Seherin muss die Bosskämpfe begutachten. Das kommt bald. Jetzt müssen wir zuerst mal die Sachen rausholen. Jetzt müssen wir zuerst mal ein paar Maps machen. Und wenn die Seherin kommt, ist es dann ein bisschen weiter. Das ist ziemlich geil. Dankeschön für die Leute, die Kommentare geschrieben haben. Es ist halt bei mir jetzt nicht mehr so viel der Fall, weil ich ja meistens livestream auf Twitch. Aber es kommt sicher wieder. Einfach ein bisschen mehr Kommentare schreiben. Das wird mir sehr viel helfen. Einfach, dass ich nicht alleine bin auf YouTube, sondern ihr auch zuschaut. Dann weiß ich immer, ah, der tut sich da auch Mühe machen zuzuschauen und Kommentare zu machen. Ja. Okay, hier geht's nicht mehr. Muss mal ein paar mehr Bewegungsgeschwindigkeitszwänke benutzen zwischendurch. Aber ich habe ein bisschen Angst, deshalb. Ah, der. Okay. Der ist cool. Der macht jetzt nicht so viel Schaden. Oh. So. Bin ich da rein geraten. Das ist so eine kleine Version von dem einen Gift. Gott. Kreuzritter. Das sage ich Gott. Wenn es doch Kreuzritter ist. Ja, ich bin ein bisschen im Stress. Meine Krankheit, die eine der Morbus Edison, ist so, dass ich einfach zu wenig Cortison produziere im Körper, also in der Niere. Und dadurch zu wenig Stress abbauen kann. Und das ist manchmal schon ein bisschen negativ für andere Zuschauer, weil ich mich ein bisschen mehr verspreche. Aber es ist eigentlich gut, umsetzbar, aber ich kann momentan, ich darf einfach nicht mehr bringen. So, jetzt machen wir ein bisschen Tower Defense. Die Cassia, ja, macht zur Tür, kannst du Türme bauen bei der Cassia. So, also Stellen setzen, wo wir die Türme bauen können. So, und dafür bekommen wir Öle. Die Öle haben bestimmte Fähigkeiten. Hier links oben und rechts unten. Hier mache ich gerne einfach mal die Kreaturen an und schütze ihn noch. Hier unten auch Kreaturen. Und es reicht. Okay, machen wir hier Feuer und nochmal schützen. So. Hier auch nochmal schützen, also verstärken. Gehen wir mit Feuerball, damit der Gegner klingt. Und so ist das ist jetzt einfach Tower Defense, oder? Kommen einfach stärkere Gegner, die auch zäher sind und deshalb brauchen wir hier okay, und noch ein bisschen Feuer scheinbar. So, wenn die Toten es auch länger schießen würden, hätten wir da noch ein paar Vorteile, aber wir haben es mit easy geschafft. Weil der Beet schon recht stark wurde jetzt. Macht natürlich sehr viel Spaß. Und hier liegen Gegenstände, die wir alle unsichtbar gemacht haben durch den Filter. So, jetzt haben wir Öle. Wir haben bestimmte Farben. Nein, wir haben noch keine Öle. Ah, das sind fossile gewesen. Befallene Sumpftalkarte. Schon. Das sind ganz große Türme. Also da müsst ihr ganz viele Türme bauen. Das sind ganz große von diesen. Ja, sagen wir Wurzeln. Ja, ziemlich geil. Also eines, was ich wirklich nicht erwartet hätte. Ich hatte mich nie gefreut vorher. Und da habe ich ein bisschen gespielt, die Liga. Wie hieß die Liga schon wieder? Gute Liga. Nein, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht von dieser Liga. Und die war natürlich dann einfach sehr gut, weil das Tower Defense einfach funktionierte. Es war aber sehr schwer. Mit einer ersten Base habe ich einfach zu wenig Gegner töten können selber. Die Türme sind dann einfach überrannt worden. Das müsst ihr vermeiden, also immer gut einsetzen. Ein Monster irgendwo übrig, sicher da unten bei diesem blauen Fleck. Möchte das noch besiegen, das letzte Monster auf der Map. Bitte, bitte, komme. Bitte, wo bist du? Lieber Gegner. Nicht hier. Ja, dann ignorieren wir es.
So, wir haben Handschuhe gefunden, die mich interessieren. Die habe ich, glaube ich, in der Kiste, in der Gegenkiste noch gesehen. Aber nie so richtig erst angeschaut. Vixens Falle. Fluch gegen, ja, Fluchfertigkeit. Aber wir müssen schon fluchen und das machen wir nicht selber. Könnten wir vielleicht dann verwenden, aber ist der Falle. Die flucht ja nicht selber, das ist das Problem. Keep your eyes sharp. Ja, wir legen es einfach rein. Okay, diese Delft-Sachen können wir leider nicht. Mit der Stück Linksklick hin tun. So, Befallene, was haben wir gesagt? Abgang, Abgrund. machen wir einfach bei der 1 rein. So, hier sind die Items für den anderen Bild, für den Spectre Frost Sentinel Bild. Und ja, eventuell mache ich sogar noch diesen Soul Rest Bild weiter. Der ist ja auch schon weit. So, dann haben wir sicher noch irgendwo Delph. Haben wir noch keinen Delph? Ah, ja, das Wurmglas. Genau. Jo, das sind Gildensachen. Da habe ich Gildensachen hingetan. Hier ist einfach, LTU. dann schauen wir mal bei der 3. Machen wir 11. Einfach gelb. Gelb. Die sehen so gelb, orange aus. So Bernstein wahrscheinlich. Und jetzt können wir noch einfach eine Map rausnehmen. Jetzt haben wir schon zwei Maps. Wie immer, Bindungssphären einsetzen für Maps am Anfang. Physischen Schaden geht. Zusätzlicher Schaden ist schwer, also 53 zusätzliche physische Schaden, das ist das zweite untere. Ja, und kritische Treffer machen wir nicht. Sehr gut. So, dann haben wir noch Varianten. Mächtiges. Das ist erschaffen. So, machen wir nochmals Bestiary. Weil die Gegner auch relativ schnell down sind, die Bestiary-Gegner. Brauchen sonst immer relativ lang. Ah, okay. Haben wir auch jetzt. Sehr gut. Seehexen-Property. Haben wir auch vorher bekommen nach dem Labyrinth. Sehr gut. Weil das ist immer so ein bisschen nett, weil es mehr Gegner auf der Map gibt. Hab ich es lieber. Also hab's gerne dabei. Ist aber auch nicht gerade so häufig. Was ist das? Der verdammte Gürtel? Okay. In Bewegung kann ich manchmal die Sachen nicht lesen, weil sie so zittern. Weil sie auch sehr klein sind natürlich. Aber gut, ich habe halt einfach falsche Augen. Die halt sehr gut sind und deshalb alles ein bisschen detaillierter zu sehen ist. Ja, das liegt einfach an meiner Begabung. Also manche Sachen halt besser. Und daran leide ich. Also vor allem der Geschmackssinn, ihr habt dann immer so einen mega Geschmack im Mund. Das ist wirklich, man leidet darunter, bessere Sachen machen zu können. Ja, bessere Sinne zu haben, vor allem. Und ja, es ist wirklich so, dass die Ärzte immer schlechte Diagnosen gemacht haben, falsche Diagnosen. Stimmte überhaupt nicht, dass ich andere Sachen hätte, andere Krankheiten und so. Das ist wirklich schlimm. Für mein Leben wurden vielen einfach nur schlecht gemacht. Deshalb freue ich mich jetzt auch riesig, dass es einem endlich ein bisschen etwas losgeht. Ich einen Job machen kann bald. Dass ich ein Spiel oder ein Mod entwickeln kann. Jetzt momentan mache ich eher Mod. Schauen wir das an, ob das ein Spiel geht. Okay. Really? Liegt der noch bitte? Ja, sehr gut. Panzerhandschuhe
Angriffswerfer, erhöhte Lebensangriffe, kann keine Angriffe blocken, kann keine Zauber blocken. Was ist denn das für einen bösen Wert? Oh Gott. Hätte ich jetzt niemals gedacht, dass es so Wert gibt, kann nicht blocken. Ja, wow. Man, manchmal sind die echt nicht gerade so gut. Also viele Leute nerven sich, dass die negativen Effekte besser sind als die positiven. Verstehe ich irgendwie auch nicht. Also kann keine Angriffe blocken und so sind für viele Wesen einfach nur Bullshit. Also hier links oben geht es wahrscheinlich weiter. Das soll lieber. Das Eis. Schamanen nerven ein bisschen. Da habe ich Eisspeer. Ihre Masken brauchen wir nicht. Das Aziri werden wir sicher bald machen können. Liebe Aziri, muss man da irgendwas Spezielles machen? Ich weiß es nicht mehr genau. Unique Map, glaube ich. Irgendwie so etwas. Und haben wir hier alles? Ja, wir gehen noch mal kurz runter. Da ist sicher nichts. Ja. Okay. So. Okay, ein bisschen falsch gelaufen. Gut. Ja, da hüpfen sie herum. Das ist gut, dass wir sehr defensiv sind gerade. Ja, man sieht jetzt auch nicht ganz so viel in die Runde hüpfen. Und wir müssen eigentlich der Curry-Toten eigentlich einsetzen. Köder. So, die wichtigsten Gegner, die Bestie Eis. Ja. Gut, es läuft sehr gut. Also, ich habe keinen Fehler oder so gemacht. Da oben, wenn ich der kann, erkennt ich. So, jetzt müssen wir hier noch diesen unerträglichen Flüstern machen und ja, einfach noch Seehexen töten. Aber sonst ist es natürlich weit der Map scheinbar. Ja, diese Feuerding, die Kuh kann man gut sehen am Hause. Okay, aber nicht gerade so. Nicht angreifen, sonst setze ich einen Recurry-Toten. Das ist einfach sehr schnell. Ja, bitte, tschüss. Oh, und das kommt jetzt schon wieder. Okay, das wird ein leichteren sein, weil der immer in eine Richtung geht. Also meistens sind die Gegner dann einfach ein bisschen schwer, aber ich meine, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich mache lieber die Dinger, weil die schießen dann Base und die finde ich einfach stärker am Anfang. Aber ich sollte vielleicht einfach die Meteoriten dann nehmen, die dann einfach mehr Schaden machen mit den Ringen, Ringverzauberungen und ich glaube andere Verzauberungen wird auch noch. Jo. Seht ihr sehr einfach. Dann hier stehen bleiben. Ah, und das funktioniert gar nicht. Dann nehmen wir hier noch Frost. Frost ist auch sehr gut. Das verlangt die, langsam die Gegner auch sehr stark. Und einfach schauen, dass ihr hier nicht irgendwelche Zauber kommen. Seht ihr? Ja. Das kann gefährlich sein. Und hier unbedingt die Rechten nehmen, solange ihr nicht so Schwere habt. Wenn ihr Schwere habt, dann nehmen wir den Kings gerne machen. Ah, das Corrupted Blut. Vielleicht war es das. Oder einfach Fontäne. Jetzt haben wir Öl. Sehr gut. Diese Fontäne, die wir da auch gesehen haben, kurz vorher, können wir auch kurz erst eine halbe Minute rückspulen. Unter den Füßen hat natürlich auch sehr viel dort Schaden gemacht, wahrscheinlich. Ja. Dann einfach kurz gegenheilen und dann weggehen und dann seid ihr eigentlich safe wieder. Ihr müsst einfach schauen, dass euer Charakterbild doch ein bisschen defensiver sein findet, als ihr anfangs denkt oder so. Bis ihr dann wirklich auch gute defensive Items habt und dann werdet ihr kaum sterben. Also eben viele spielen halt auch Hardcore, weil sie einfach auch die Geduld haben, die habe ich eigentlich nicht. Deshalb spiele ich nicht Hardcore, möchte aber schon ein bisschen schauen, dass ich so wenig wie möglich sterbe. Also jetzt sind wir glaube ich zwei oder dreimal gestorben schon. Ich denke ja, weil wir einmal noch gestorben sind, viermal sein. Aber wir sind ja einmal noch gestorben, weil es ein Event war, wo halt er bis ins Game oder bis spätere Game gedacht ist.
Jo. So, beide haben wir erfüllt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Bloodmaw und Piston kam. Habe ich nicht gesehen, wann das war. Wahrscheinlich auch erst kürzlich. Wahrscheinlich beide auf einmal sein. Jo. Also ist das eigentlich nicht so schwer gewesen, diese zwei Prototypen sind an Flamme gegangen. Okay, ich muss noch kurz mal hier hoch. Da links hoch. Ich dachte nämlich hier weiter rein. Ne. Da müssen wir jetzt hier rechts hoch. Genau, und hier die Treppen runter. Weil das ist das erste, ja, neben Charaktergebiet, neben Postgebiet, Gefängnis. Das kommt eigentlich auch schon ab, ja. Ja. Brutus, mein Junge. Auf, Kumpan. Und tschüss. Wow, Totems sind so gut. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal noch ein so ein gutes Totembeet mache. Aber ja, wir haben 4 verschiedene Öle. Und manche braucht man auch um weit. Ja. Ich zeig's mal. Zum Beispiel wollen zum Beispiel hier ein Minionot. Gefäßige Horde. Es zeigt es noch nicht an. Aber dafür braucht man 3 Juwele, um das jetzt einfach zu nehmen. Also man kann einen einzigen Passiven noch ein bisschen weiter wegnehmen. Also zum Beispiel auch hier unten rechts. Also, und das wird einfach nicht angezeigt. Das zeige ich mal kurz. Dann muss ich den Bildschirmaufnahme anmachen und mal kurz suchen nach Art of Wielding. Nein, ich Donut. Nein, ich will es nicht suchen. Mann, ich habe doch das installiert. Warte kurz. Finde das Desktop-Symbol. Ja, da. Also jetzt zeigt es hoffentlich rechts an. Nicht links. Ja, es wird links geöffnet, okay. Schiebe ich es rüber. Ach komm, schlaf nicht ein beim Langen. So, und hier hat es bestimmte Notes. Wie zeigt man es die an? Ja, oben steht der Devation ganz oben beim kleinen Fenster. Und dann Crimson, Crimson und Silber. Und Crimson sind halt die roten, Silber sind die silbernen. Und die müsst ihr dann so anordnen. Bei ihr, dieser Frau, die da stand. Und dann könnt ihr den auch nutzen, obwohl es nicht connected ist. So, dann, jo, beende ich mal die Aufnahme. Dankeschön fürs Zusehen und ja, danke für die Hilfe. Tschüss!